Hallo meine Süßen, ich hoffe ihr hattet einen wunderschönen dritten Advent. Heute zeige ich euch drei verschiedene Outfits, die ihr super an Heiligabend zum Beispiel anziehen könnt oder am ersten oder zweiten Weihnachtstag. Das erste Outfit ist etwas glamouröser, ein bisschen auffälliger, da das Top sehr viel Glitzer an sich trägt. Und ich würde euch vorschlagen, ich trage jetzt eine schwarze Leggings, dass ihr doch eher eine schwarze Hose anzieht oder vielleicht auch eine schwarze Hotpants mit einer schwarzen Strumpfhose. Das sieht natürlich auch sehr schön aus. Ansonsten könnt ihr auch eine schöne blaue Jeans tragen. Schwarzen Blazer könnt ihr das Ganze natürlich noch etwas edler gestalten. Ich trage jetzt einen grauen Blazer, der ist von meiner Mama und der hat so leichte schwarze Blumenmuster und den finde ich auch sehr, sehr schön. Der ist von Promot, ist aber schon etwas älter, aber ich denke mal, ihr findet auf jeden Fall vor allem den bei H&M zum Beispiel einen gut aussehenden, schönen schwarzen Blazer. Zu solch einem Outfit trage ich jetzt gerade schwarze, schlichte High Heels, die vorne etwas gerundet sind und sowas passt eigentlich wirklich zu jedem Outfit und das ist einfach immer edel. Da das Top schon sehr auffällig ist, trage ich keine Kette und auch keine Ohrringe. Das Einzige, was ich jetzt anhabe, ist mein Armband von Pandora und dann noch einen schönen Ring. Das zweite Outfit, wie ihr seht, ist auch etwas dunkler. Hier trage ich ein schwarzes Kleid, welches ist von Primark Hub und es hat an den Ärmeln so leicht, ja, Fäden runterhängen. Und dazu trage ich dann wieder einen Blazer. Ihr könnt natürlich auch gar nichts dazu tragen, das ist immer euch überlassen, wie ihr das kombiniert. Und ja, eine schwarze, schlichte Leggings ist super dafür. Ich würde in diesem Fall keine Strumpfhose anziehen, da das dann einfach, ja, nicht so schön aussieht. Ich würde schon etwas tragen, auch zum Beispiel eine schwarze Jeans, wo die Beine wirklich komplett bedeckt sind mit dem Stoff und nicht, wo etwas noch von der Haut durchschimmert. Und ja, dazu wieder schwarze High Heels. Schwarze High Heels sind wirklich immer am besten. Und diese findet ihr auch beim Deichmann, Reno, überall eigentlich. Und sie sind auch nicht so teuer und man kann sie wirklich immer tragen. Für dieses Outfit habe ich hängende silberne Ohrringe gewählt, da ich finde, man kann mit solchen Ohrringen das Outfit etwas aufpeppen. Eine Kette trage ich wieder nicht und am Handgelenk trage ich ein schönes schwarzes Armband und ja, einen schönen dicken Knucker. Das letzte Outfit ist in Erdtönen gehalten und zwar trage ich hier ein Cardigan mit einem schönen puderfarbenen oder beigefarbenen Kleid, welches unten so silberne Ringe hat mit Löchern. Auf der Taille trage ich einen Gürtel, der etwas auffälliger ist, aber auch passend zum Kleid und das alles wirkt dann trotz allem nicht zu aufgedonnert und ja, dann noch eine schöne Strumpfhose, eine braune. Dazu könnt ihr aber auch eine hautfarbene anziehen, so wie euch es gefällt. Und bei den Schuhen war ich mir etwas unsicher, da die Schuhe, die ich erst anziehen wollte, etwas dunkler waren. Und deswegen habe ich erstmal Ballerinas in einem Braunton gewählt. Solche bekommt ihr beim Deichmann. Und dann zum Schluss habe ich mich aber doch für meine Stiefel entschieden, die einen Keilabsatz haben, da diese erstens wärmer sind, zweitens sieht das immer schöner aus, wenn man etwas Hohes trägt, also hohe Schuhe trägt und sie passen einfach farblich etwas besser zum Kleid. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Alle Informationen, wie viel die Sachen gekostet haben und woher sie sind, findet ihr in der Infobox. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche noch. Ich habe euch lieb und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss!